Zur Partiebeginn 2 gleiche Zeichen und Wechsel, 7. zur Partiebeginn Einzelzeichen und dann 2er Serie, 8. zur Partiebeginn 4er Intermittenz, 9. im späteren Partieverlauf, 3er oder höhere Intermittenz, 10. im späteren Partieverlauf, 2er Serien, 11. im späteren Partieverlauf, ist nach Wechsel der Zeichen dieses vorher einzeln oder als Serie erschienen, 12. nach Serienkette im Rapporteur 2. Einzelerscheinung, 13. Signalstrang schon zu Beginn der Partie eine Eintragung desselben Zeichens, 14. Signalstrang Serien, 15. Signalstrang 3er Intermittenz, 16. Vervielfältigungsstrang 2 und 3. Durchsatz kein Abbruch von 3er oder höheren Intermittenz, 17. auf dem ersten Vervielfältigungsstrang kein Abbruch einer 4er oder höheren Serie. So wird das Ablaufschema für das Abchecken eines Effektivsatzes aussehen. In der Praxis ist das alles nicht so kompliziert, wie es hier bei 17 Punkten aussieht, sondern ganz einfach. Probepartie. Die erste Satzmöglichkeit bietet sich in Zeile 12 in Block 1. Im Rapporteur kann nach Regel 4 auf Fortsetzung Grad gesetzt werden, in Strang 2 würde sich die Intermittenz fortsetzen LT. Regel 17, Strang 3 spricht nicht dagegen, also Satz auf Neuer, es fällt die 14, Fehltreffer Saldo gleich minus 1. Zeile 13 Rapporteur zeigt Regel 5, Signalstrang hat auch vorher Grad, aber da Regel 5 eine gegebenenfalls Regel ist, warte ich lieber im Anfang Sätze ab, die klarere Situationen zeigen, da auch auf diesem Block der erste Satz nicht traf. Zeile 15 Block 3. Hier haben wir eine glasklare Satzsituation, Rapporteur 2 Regel 4, Satzstrang vor Intermittenz ebenfalls 3er, Vervielfältigungsstränge 2 und 3 sprechen nicht dagegen LT. Regel 17, Satz auf Neuer, es fällt die 10, Treffer, Saldo 0. Zeile 17 Block 1. Rapporteur 2er Fortsetzung LT. Regel 9 auf Satzstrang 2 ebenfalls nur ein Eintrag mit, Vervielfältigungsstränge 1 und 3 passen LT. Regel 17, Satz auf Rouge, es fällt die 3, Treffer, Saldo plus 1. Zeile 17 Block 2. Rapporteur auf Serie LT. Regel 6. Signalstrang 3 hat noch keinen Eintrag, aber sehr ausgeprägte Einseitigkeit auf Satzseite. Kein Intermittenzabbruch durch Satz auf Vervielfältigungsstränge 1 und 2, daher Satz auf Rouge, es fällt die 14, Treffer, Saldo plus 2. Die Partie jetzt abbrechen, da in nur 4 Sätzen mit plus 2 ein optimales Ergebnis erzielt wurde. Für Regel 18, wenn wir vor Zeile 20, dann sind, bis 57 Cups verbucht in einer Partie 2 Stücke gewonnen haben, ist sofort Partieende. Haben wir bei Q 57 einen Plussaldo von 1 Stück erreicht, ist ebenfalls Partieende. Sind wir bei Q 57 noch im Minus oder auf 0, spielen wir bis zum Gewinn von einem Stück. Der bekannte Roulette-Spieler Hieronymus Raibadachi sagte mir mal, als wir mehrere Stunden in einem großen Casino gespielt und gewonnen haben, von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Zusammenfassung, mittlerer Punkt. Das neue Gewinnkonzept Kunibert Pumpernickel hat ein Roulette-Gewinnkonzept entwickelt, mit dem es erstmals möglich geworden ist, die einfachen Chancen, Z, B rot oder schwarz, vorauszusagen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit beim nächsten Kugelwurf getroffen werden. Die Trefferquote für den Erstsatz beträgt 60% bei 40% Nichttreffern. Nach 100 Sätzen im reinen Gleichsatz, Masse egale, werden demnach durchschnittlich 20 Stücke, Jetons, gewonnen, was einem prozentualen Gewinnüberschuss von sensationellen 20% entspricht. Kunibert Pumpernickel hat für sein neues Gewinnkonzept Erkenntnisse zugrunde gelegt, die alteingefahrene Wege verlassen. Es geht nicht mehr um das Spielen nach Figuren oder Spannungen, es geht um die Tatsache periodischer Wiederholungen von bestimmten Erscheinungsformen der 50 Chancen, Schwarz, Rot, Bayer, Empire, Passe, Mank. Gespielt wird, zur Garantie eines geringstmöglichen E-Cards, gleich unterschiedliche Trefferquote, die eine Chance gegenüber der anderen Chance aufweist, nur ein einziges markantes Permanenzbild.
Die Systemspieler haben bisher nicht nur den Fehler begangen, sich von einer einzelnen Tischpermanenz abhängig zu machen, sondern es wurden auch viel zu viele Figuren gespielt, die alle irgendwann ihre gemeinsame Minusphase haben und dann den verlustigen Sumir-Eckart produzieren. Das kann jetzt nicht mehr passieren. Mittlerer Punkt: Die Spiel- und Satztechnik Unibet Pumpernickel ist es durch eine speziell entwickelte Umformung der Tischpermanenz gelungen, die Binominalverteilung der Zahlen und das 2-3-Gesetz auf die einfachen Chancen zu übertragen. Seine neue Umformungsmatrix produziert Permanenzkonstellationen, die sich am normalen Roulette-Tisch nicht oder nur sehr selten bilden. Dieses neu entdeckte, gewinnbringende Permanenzbild wird nur noch an einer markanten Stelle angegriffen. Es wird auch nur einmal angespielt und produziert somit eine hohe Trefferquote. Zum Satz kommen ausschließlich die einfachen Chancen. Im Mittel sind ca. 18 Vorlaufcoups erforderlich, die das Satzsignal festlegen. Der Anwender liest danach fortlaufend vom Buchungsvordruck den nächsten Satz auf Rot oder Schwarz ab. Generell wird dann ein Stück Jeton in beliebigem Wert gesetzt, jegliche Satzsteigerung unterbleibt. Statistisch ist nach 5 gesetzten Coups ein Stück Gewinn realisiert. Nach 10 gesetzten Coups sind es 2 Stücke Gewinn, nach 100 gesetzten Coups 20 Stücke und so weiter. Mittlerer Punkt: Die Gewinnerwartung. Unibet Pumpernickels Gewinnkonzept nur noch gewinnen erfordert eine Spielzeit von 72 Coups pro Partie. Zur Mitnahme von großen Gewinnwellen, die über 20 Gewinnstücke Reihenmasse egale, im Gleichsatz, betragen, werden solche Partien bis 192 Coups gespielt. Im Rahmen eines Casino-Besuches können beliebig viele Partien gespielt werden. Im statistischen Mittel werden pro Partie ca. 13 Stücke gesetzt. Daraus errechnet sich ein Gewinn von 2 bis 3 Stücken je Partie. Stück ist der gebräuchliche Ausdruck für einen gewonnenen Jeton. Da das Gewinnkonzept nur noch Gewinnen im reinen Gleichsatz gespielt wird und durch Kapitalisierung der Gewinne Maximumsätze mit 1.000 Jetons und höher möglich sind, summieren sich selbst wenige Gewinnstücke zu hohen Gesamtgewinnbeträgen. Mittlerer Punkt: Der Kapitalbedarf. Der Kapitalbedarf für das Gleichsatzgewinnkonzept. Nur noch Gewinnen ist äußerst minimal. Bei jedem Partiebeginn sind genau 9 Jetons in einem beliebigen Wert verfügbar zu halten. Die Spielpraxis hat ergeben, dass dieses Tischkapital voll ausreichend ist. Die Relation vom Kapitalbedarf zum Partiedurchschnittsgewinn ist optimal und ermöglicht schon nach ca. 3 Partien eine Kapitalverdoppelung. Mittlerer Punkt: Die Buchungsnotizen und Unibet Pumpernickels neues Gewinnkonzept nur noch Gewinnen am Roulette-Tisch problemlos spielen zu können, ist nur einen sehr geringen Schreibaufwand erforderlich. Jede geworfene Zahl wird notiert und in 3 Strängen der Permanenzumformung zugeordnet. Für jeden Strang entsteht damit ein eigener Permanenzverlauf. Aus dem Permanenzbild ist optisch sofort erkennbar, welche Marschrichtlinie anzuwenden ist. Treffer werden mit Pluszeichen, Fehltreffer mit Minuszeichen notiert. Aus der entstehenden Plus-/Minus-Formation sind die zu tätigenden Sätze problemlos ablesbar, sie springen förmlich ins Auge. Anwendermeinungen: Rolf B. Hannover habe mit der Strategie nur noch Gewinnen nach anfänglichen Permanenzprobepartien mein erstes Spiel im Casino absolviert und mit Gewinn beendet. Besser konnte es nicht anfangen. Inzwischen habe ich im Casino erhebliche Gewinne realisieren können. Rolf S., Dresden. Als ich von diesem System erfuhr, war ich zunächst wirklich sehr skeptisch. Wieder diese tollen Sprüche und dann noch 22% Überschuss, das konnte ja nur getürkt sein. Dann fasste ich den Mut, einfach Unibet Pumpernickel anzurufen. Da es ihn nur einmal in Australia gibt, bekam ich seine Nummer, um festzustellen, gibt es diesen Mann überhaupt wirklich und was sagt er dazu? Sofort nach dem erfreulichen Gespräch habe ich ein Exemplar